Hey, hey, hey und hallo, schön, dass ihr wieder einschaltet, wenn es mal wieder heißt, meine 5 Lights der Woche. Ich bin der Sven von Brett Ballett und ich habe mal wieder 5 Highlights der letzten bzw. der laufenden Woche. Heute ist Freitag im Gepäck und ja, es war ereignisreich, vor allen Dingen die letzte Woche, da gehe ich nochmal kurz drauf ein. Und es gibt natürlich ganz 5 Light typisch wieder was zu gewinnen. Schön, dass die 5 Lights jetzt mal wieder da sind, ist auch schon wieder 2 Monate her. Es war irgendwie so viel. Die Five Lights sind im Moment nicht so regelmäßig, wie ich sie gerne hätte. Wenn ihr wieder sagt, ihr wollt mehr Five Lights haben, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß von einigen, die sagen, Mensch, das ist ein cooles Format. Und ich versuche das jetzt auch wieder regelmäßiger zu machen. Wie gesagt, es war alles stressig mit BerlinCon. Dann war ich unterwegs, jetzt die Spiel. Dann war ich zwischendurch mal krank. Und dann waren wir hier und da und alles. Und ich brauche jetzt mal einen Schluck Kaffee. Und dabei haben wir nicht das Brett zum Sonntag. Aber ich versuche sie jetzt zumindest wieder zweiwöchig zu bringen, damit wir da wieder die Five Lights haben, denn ich hoffe jetzt einfach auf viele, viele Highlights, Five Lights und 5 habe ich heute an der Zahl dabei. Und bei den letzten Five Lights, da musste ich erstmal wieder nachgucken, was es da eigentlich damals noch zu gewinnen gab. Da gab es einmal ein Murph zu gewinnen und aber etwas enorm Limitiertes, was es so nicht mehr gibt, nicht im Handel. Und das ist ein Bang, Heroes of the Storm. Das ist ein Bang von Blizzard lizenziert, wo es um die Heroes of the Storm, die berühmte Blizzard-Charaktere ging. Das gab es zu gewinnen und das hat gewonnen der Christian Herrmann. Christian, herzlichen Glückwunsch, schreibt mir eine Mail, geht raus. Ich habe nämlich noch ein paar Pakete, die raus müssen und die werde ich jetzt nächste Woche alle abholen lassen. Christian, du hast gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, du kommentierst häufiger mal, hat mich gefreut, als ich den Namen da mit Raffle Tool gelesen habe und sieht schon sehr cool aus. Ich habe es leider noch gar nicht gespielt, aber ist schon so ein kleines Highlight, weil wie gesagt, das gab es auch nur in den USA 2014. Ich weiß gar nicht, was von der Stückzahl. Herzlichen Glückwunsch dazu. So, es gibt aber auch natürlich wieder etwas zu gewinnen. Und da hätten wir entweder, ich habe gedacht, aber was für die Leute, die vielleicht mal die Dinge mögen, die ich nicht so mag. Die Sauklaue, das ist so ein Partyspiel. Grässliche Zeichnungen, lächerliche Rateversuche. Ein Partyspiel für Erwachsene ist von Big Potato Games. Schlechte Künstler willkommen, also eigentlich müsste mich da ansprechen, aber ich mag so Zeichenratespiele gar nicht. Ich weiß aber, es gibt viele von euch, die mögen solche Partyspiele, finden sowas auch witzig und ja, ihr habt da bestimmt mehr Spaß als ich mit. Also entweder Sauklaue könnt ihr gewinnen oder für diejenigen, die es ein bisschen schwerer mögen, eine rote Kathedrale vielleicht. Und das ist meine englische Version. Ich habe kürzlich von Cosmos jetzt die deutsche bekommen und habe gedacht, komm, bevor ich das jetzt irgendwie verkaufe oder sowas, wie gesagt, die rote habe ich von Cosmos bekommen. Die hatte ich letztes Jahr gekauft, als es rauskam. Es ist die englische Version, aber das Spiel selber ist komplett sprachneutral. Ich gehe mal davon aus, dass man wahrscheinlich die deutschen Regeln so auch auf der Cosmos-Seite bekommt. Da habt ihr also kein Problem mit. Also, ihr schreibt rein Hashtag FiveLight und entweder Red Cathedral oder Sauklaue, was ihr gewinnen wollt und ich ziehe dann einen Gewinner oder Gewinnerin, der, die das eins dieser Spiele gewinnt beim nächsten Mal. So, und da schreibt ihr mir einfach ganz einfach rein, was war während der Spiele letzte Woche, ob ihr da wart oder nicht, euer Highlight an Käufen, an Dingen, die ihr gesehen habt. Wenn ihr nicht da wart, vielleicht Sachen, die ihr aus der Entfernung in irgendeinem Stream gesehen habt oder, schreibt es in den Kommentaren, Hashtag FiveLight und ihr könnt eins dieser wunderbaren Spiele gewinnen. Also eins ist definitiv wunderbar, das andere ist bestimmt lustig, wenn man sowas mag. Bestimmt. So, und damit fangen wir mal an mit einem Schluck Kaffee. So, wir haben Freitagnachmittag. Ich brauche einfach Kaffee. Boah, ich bin zu platt, wenn man merkt. Wir haben heute so richtiges Herbstwetter. Heidi Witzka, das ist so, ich könnte so pennen. Ganz schlimm. Wir kommen mal zu meinem absoluten Highlight, Five Light der letzten Woche. Und das war definitiv die Spiel. Sie durfte wieder stattfinden. Wir waren da. Wir haben ganz, ganz viele, viele Menschen wieder getroffen. Viele von euch, aber auch viele unter den Bloggern, Kollegen, Verlagsleute. Und es war so cool, durch die Gänge zu schlürfen und stöbern und an jeder Ecke jemand zu treffen, mit jemand zu quatschen. Und dann wird hier mal wieder ein Spiel eingepackt. Und dann haben ganz viele Leute untereinander ausgetauscht. Und hast du schon einen Geheimtipp? Oh, was ist denn dein Geheimtipp? Und dann sind da auch ganz viele Sachen rotiert.
So eine coole Stimmung, viele, viele Sachen eingepackt. Ich sehe schon, mein Platz wird immer weniger. Also ich gehe gleich weg und ihr seht, wie alles über mich drüber fällt. Nein, nicht ganz so schlimm, nur fast. Es war einfach toll und hat riesigen Spaß gemacht. Im besonderen Dank auch noch an die Board Game Tonics. Also das muss ich auch nochmal zeigen. Ich habe es ja in einem anderen Video schon angehabt. Das könnt ihr auch über einen Shop bei denen bestellen. Für dieses wunderbare T-Shirt und die tolle Board Game Times. Weiteres Highlight, wir waren dann Freitagabend. Waren wir noch ganz Ruhrpott-typisch, waren wir noch bei Rosin in Dorsten essen. Das war auch ein kleines Highlight. Ich blende mal hier ein paar Bilder ein. Das war schon nicht ohne der gute Ruhrpott-Koch mit der Kotterschnauze, hat auch 2 Sterne. Und es war schon richtig, richtig lecker. Und da haben wir noch einen richtig schönen Abend. Ich glaube, wir waren bis kurz nach 12 mit dem Boardgame Tonics da. Und ich kann nur so viel sagen, es war fantastisch. Aber irgendwie war das letzte Glas Wein, irgendwie war mir schlecht, ich weiß nicht. Mir ging es am nächsten Tag nicht ganz so gut. Ich weiß auch nicht. Da muss irgendwas nicht mit gestimmt haben. War ein bisschen schade oder so. War super. Gott, hatte ich einen Schädel am Samstag. Heide Witzka. Und war ausnahmsweise nicht vom Whisky. Hat sich aber gelohnt. Also, war toll. War toll, viele Mitblogger-Kollegen zu treffen. War toll, viele euch getroffen. Viele euch getroffen zu haben. Klingt gerade echt wie Robot, oder? War toll, viele von euch getroffen zu haben und einfach mal so ein Gesicht dahinter zu haben. Habe auch schon gesehen, dass einige von euch mal drauf kommentiert haben und gesagt haben, ja, hier, ich war der und der oder die und die und mega cool. Ich freue mich drauf, schon wieder aufs nächste Jahr. BerlinCon und auch wieder die Spiel. Ja, richtig schön und naja, jetzt nähern wir uns dem letzten Drittel des Jahres, kann man sagen, ein bisschen weniger eigentlich sogar schon. Es sind ja jetzt nur noch 2 Monate und viele Spiele-Neuheiten sind definitiv da, das kann man sagen. Also mein Five-Light Nummer 1 diese Woche, das war definitiv die Spiel und die ganze Leute. Danke auch nochmal an den März Verlag, die da wirklich, wirklich, eine tolle Spiel geboten haben und einem einfach das Gefühl gegeben haben, jo, wir sind wieder zurück. Schön, hat Spaß gemacht, fand ich toll. Und ja, wie gesagt, mein Five Light Nummer 1. Five Light Nummer 2. Ihr wisst, meine Five Lights dürfen nicht auskommen ohne einen guten Tropfen. Und da haben wir einen Whisky. Und den finde ich in vielerlei Hinsichten beeindruckend. Es ist eine Sonderedition von der Sansibar, ihr wisst schon, Schickimicki-Bar oben Süd. Die machen aber, ich glaube, seit 2012 oder sowas, machen die auch immer mal wieder Sonderabfüllung von tollen Scotch-Whiskys. Und das ist eine, die ist mit dem amerikanischen Künstler namens Facino, keine Ahnung, wie ausgesprochen wird, zusammen entstanden. Und das ist ein 23-jähriger Glen Grant. So, das ist in der Form, hat es mich total angesprochen, weil man sieht, allein hier ist es so ein bisschen so eine Hommage, Travel Through Germany. Man sieht hier München drauf, man sieht den Bodensee drauf. Ich habe hier halt so eine Zeche drauf. Zeig's ja auch mal. Und Glen Grant ist eine Speyside Distillery, müsste glaube ich 1840, 41 so gegründet worden sein, also hat auch schon ein bisschen was drauf. Das hier ist ein Whisky, ich weiß gar nicht, was war das nochmal, in Rumfässern ist der nachgereift. Schöne Flasche, schöne Farbe, ist ein bisschen honigartig. 23 Jahre hat der auf dem Buckel, also auch nicht ganz, ganz jung. Und ich habe jetzt nochmal was anderes rausgesucht, was ich mir nämlich auch quasi zur Messe jetzt noch ergattern konnte. Das habe ich auch lange gesucht und da bleiben wir nämlich bei Glen Grant. Hier seht ihr mal eben so einen modern, 23 Jahre alt, aber eine moderne Abfüllung. Super schön, erinnert mich ein bisschen, ich weiß nicht, dieser Stil ist so ein bisschen Ritzy. Also ich mag Ritzy, aus einem 3D-Artist war das leider inzwischen verstorben und mega schön, schöne Sonderabfüllung. Aber Glen Grant, die sind für noch was bekannt. Und deshalb war es mir auch so wichtig, den jetzt hier mal so ein bisschen reinzuhalten. Denn Glen Grant ist auch unseren Brettspielern prinzipiell gar nicht so unbekannt, wenn man möchte. Denn 1997 haben Glen Grant eine Siedler von Catan Whisky Edition rausgebracht. Ihr seht, das ist hier so eine typische Whisky Tube. Und
Das ist 1997 erschienen, hatte ein paar Sonderregeln. Es gab sogar witzigerweise hier auch noch eine kleine Flasche mit drin, die zum Glück eben auch noch verschlossen ist. Hat auch inzwischen natürlich schon einige Jahre hinter sich, das Sample. Und es ist halt ein Siedler von Catan, das allerdings in Schottland spielt. Schön die Holz-Variante natürlich. Ich finde, Siedler ohne Holz geht gar nicht. Wir haben hier Baukosten, wir können Distillen bauen, Distille mit Fuhrpark, Entwicklung. Das Spiel selber ist hier in so eine komplette Tube gehalten. Und wir müssen uns nicht gegen Barbaren, sondern ich glaube, es war gegen Engländer erwehren. Super witzig. Es gibt hier so Karten wie Highlander, also es ist genau das schottische Thema. Der deutsche Name, hier sieht man es auch hinten, war Wasser des Lebens. Ich weiß gar nicht mehr, hat damals, glaube ich, 50 Euro oder sowas gekostet. Ist auch schon seit Ewigkeiten vergriffen. Und ja, ihr wisst ja, ich bin nach wie vor großer Siedler-Fan. Ich mag es einfach sehr, sehr gerne. Es kommt mindestens einmal im Jahr auch bei uns auf den Tisch. Und ich meine, wenn Siedler und Whisky nicht zu mir passt, was denn dann? Nicht das Gute vergessen, den werde ich definitiv auch nicht trinken. Ganz, ganz spannend. Richtig schönes altes Stück. Der war damals schon was, ein 10-Jähriger. Ich muss das mal gucken. Ich weiß gar nicht, es steht auch nicht drauf. Aber wenn es 1997 erschienen ist, dann auch nicht ganz jung. Und wie gesagt, auch in so einer passenden Tube von der Glen Grant Distillery, Speyside. Freue ich mich, dass das jetzt auch in der Sammlung ist, weil ja, Whisky und Siedler, das ist genau meins. Dazu halt diese wunderschöne neue Abfüllung und mein Five Light Nummer 2 diese Woche. So, kommen wir zu meinem Five Light Nummer 3 und da sind wir jetzt wieder bei einem Spiel und da trinke ich jetzt wieder einen Schluck Kaffee. Ich habe das Gefühl, vor jedem Five Light, vor jeder Ansage Kaffee, bevor der kalt ist. Ich hasse kalten Kaffee. Das finde ich Wahnsinn. Die lässt den Kaffee 2 Stunden stehen, dann ist der kalt und dann trinkt ihr den noch. Mögt ihr das? Schreibt das mal bitte in den Kommentaren. Ich finde, es gibt nichts Ekelhafteres als kalten Kaffee, außer ist es so ein Iced Latte oder so, der dafür gemacht ist, mit Eiswürfeln. Aber abgekühlten Kaffee, boah, ist das ekelhaft. Boah, könnte ich sofort ausspeien. Oh. Cat mag das. Ich finde es schrecklich. Naja, gut. Ich habe endlich was gefunden, was ich jetzt ein paar Wochen gesucht habe. Ich habe die Kickstarter damals verpasst, weil ich hatte irgendwie, hieß es, als der damals lief, so, dass die nur nach Asien oder nur zu ausgewählten Ländern liefern. Ich weiß es gar nicht mehr, deshalb bin ich da nicht reingegangen. Habe ihn jetzt aber bei einem schwedischen Händler gefunden. Aquagan. Das ist von einem, ich glaube, japanischen Verlag müsste das sein. Und es geht im Endeffekt darum, dass wir unser eigenes Aquarium bauen. Und dieses Spiel ist so wunderhübsch. Ich habe jetzt auch noch, das ist so die Kickstarter-Extras. Da seht ihr schon mal so einen kleinen Vorgeschmack, wie diese Tokens aussehen. Und so zieht sich das im ganzen Spiel durch. Wir haben über 30 verschiedene Fischsorten oder allgemein so Meeresbewohner. Alle so in diesem Stil der Tokens. Das, ich finde auch dieses Cover. Es ist an sich so unspektakulär, aber so wunderschön in seiner Einfachheit. Ich finde es ganz toll. Es ist so ein bisschen so eine leichte Grafik. Ich mache es total gerne. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich immer mehr für so asiatische oder auch gerade viel von diesen japanischen Verlagen, dass es da so tolle Spiele gibt. So richtig schön elegant, einfach, aber so gestreamlined und so wirklich gut von der Mechanik sauber produziert. Und das sieht einfach wunderschön aus. Soll so einen Rondell-Mechanismus haben, der ein bisschen an Glenn Moore erinnert. Ich mag Glenn Moore ja sehr, sehr gerne. Das aber mit diesem Aquarium. Es sieht, wie gesagt, einfach wunder hübsch aus. Ich finde jetzt gerade nicht... Ach doch, da ist das. Wir gucken einfach mal kurz rein. Mein Kellner des Messers... Kellnermesser des Alleskönns. Ich hab's heute auch. Mann, man merkt, ich bin nicht ganz wach. So. Der Autor oder Autorin Tosuka Chu. Ein Beutel. Jeder sollte einen haben. Ach nee, das war das Handtuch. So, ein Beutel, der zu ist. Das stellt mich mal vor unmöglich in Herausforderung, sage ich euch. So, und dann haben wir hier nämlich genau noch jede Menge von diesen Tokens drin. Ganz viele kleine Nemos. Oh, Nemos. So, ihr seht das hier. Und das zieht sich aber auch wirklich, wirklich durch. Hier so Zebrafische.
Schildkröten. Dann haben wir hier so Korallen oder so Algen. Nee, Algen sind es nicht. Sieht ein bisschen aus wie so ein Korallenriff. Und das, wie gesagt, zieht sich hier einfach nochmal komplett durch. Es ist einfach nur wunder hübsch. Spielerisch soll es wirklich auch Spaß machen. Wie gesagt, wir bauen unser Aquarium. Ja, ich freue mich drauf. Also mal gucken, das hatte ich sogar geplant, dass wir das am Wochenende auf den Tisch bekommen. Und Aquagarden sieht mega, mega hübsch aus. Ich hoffe, es steckt auch ein gutes Spiel dahinter. Und das ist mein Five Light Nummer 3 diese Woche. Kommen wir nun zu meinem Five Light Nummer 4. Und bevor das Five Light Nummer 5 sich wieder mit Brettspielen auseinandersetzt, ist das Five Light Nummer 4 etwas, was das Nerdherz erwärmt. Genauso wie der wunderbare Kaffee, den ich hier jetzt wieder trinke. Spoiler, ich habe ihn leer gemacht. Bei Five Light 5 gibt es keinen mehr. Und das ist ja wieder was Nerdiges, was Lego-haftes, aber was mega, mega cooles, was Cat auch sehr erfreut hat. Wir sind doch schon recht begeisterte Harry Potter-Fans, Sympathisanten. Cat mehr als ich, aber wir merken, unsere Motte fängt auch schon damit an. Und Die Lego-Sets von Harry Potter sind mitunter enorm cool, muss man sagen. Und das fand auch ich richtig, richtig geil. Es steht bald Weihnachten an. Wir müssen eigentlich noch das große Hogwarts zu Ende basteln. Aber das war so ein Set, wo ich jetzt echt lange überlegt habe, boah, kaufen oder nicht kaufen, war auch nicht ganz günstig. Da hatte ich jetzt aber tatsächlich noch einen 50-Euro Lego-Gutschein bekommen und habe dann gedacht, na komm, dann greifst du jetzt zu. Das ist eigentlich perfekt für die langen Weihnachtstage. Es ist wirklich, hier haben wir Hedwig. Wir haben aber diese ganzen Flaschen, die kann man eben auch basteln. Ich zeig's jetzt hier mal von hinten. Man baut sogar die Brille von Harry zusammen. Also es ist ein wunderbares Set, muss man einfach sagen. Auch was ich bisher schon davon gelesen habe, ist, dass es richtig cool ist. Man hat hier so ein bisschen die Schals der Häuser in den Farben. Na, da kannst doch nur das grüne Game Slytherin, oder? Was ist euer Haus bei Harry Potter? Schreibt es mal in den Kommentaren, da bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich stehe ich mit Slytherin jetzt ganz alleine da und alle schreiben doch Gryffindor oder sowas, ne? Also, ja. Aber das Set hier mit den Büchern und alles, mit der Eule, mit diesen alchemistischen Flaschen, man baut sogar einen Stab nach. Also das ist wieder so eins dieser Set, wo ich sage, wow, das ist was ganz, ganz Besonderes. Gerade für Harry Potter Fans. Wir haben halt hier auch den, wie heißt der nochmal? Schnatzel? Schnitzel? Nein, Schnitzel war was anderes. Schnatz war es, glaube ich, oder? Ganz tolles Set. Und ich zeige ja solche Sachen eben hier auch mal ganz gerne, um eben mal über den brettspielenden Tellerrand hinweg zu blicken. Cat ist auch schon ganz versessen drauf, das aufzubauen. Ich glaube, die warten nur, bis ich mal wieder irgendwie dann doch mal wieder länger auf Geschäftsreise bin und dann sagt sie, ach, du warst ja nicht da. Mensch, tolles Set. Freue mich drauf. Mein Five Light Nummer 4. Diese Woche. So, last but not least, ein Five Light haben wir noch und da habe ich noch mal ein Spiel, das kam eigentlich schon vor der Spiel an und ich hätte es jetzt fast vergessen, aber weil natürlich die Spiel so viele Neuheiten mit sich brachte, aber ich muss es dann doch einfach noch mal zeigen, denn es ist eigentlich eins meiner Most Wanted Spiele dieses Jahres. Es ist ein Kickstarter. Er wird im November ausgeliefert. Ich habe das Glück, dass ich ihn freundlicherweise schon vorher vom Verlag bekommen habe, um ihn euch auch mal zu zeigen. Wir sind gerade auch schon am Regeln am Studieren, wollten jetzt tatsächlich am Donnerstag auch schon mal eine Testpartie machen mit meiner Jungsrunde, die aber leider ausgefallen ist. Ich freue mich da aber derbe drauf, und zwar so richtig, richtig derbe. Und das ist Euthia. Wird doch hoffentlich so ausgesprochen, oder? Ich freue mich drauf, nachher kann ich es wieder nicht aussprechen. Oh, ich würde sagen Euthia. Euthia? Euthia? Ich weiß es nicht. Und ihr seht, also das ist eine Mörderbox. Alter Feiertag. Also die ist auch schwer. So, es ist hier die deutsche Version sogar. Modularer Kartenaufbau. Erstelle deinen Helden. Und im Endeffekt ist Euthia Torment of Resurrection, eine Art Heroes of Might and Magic als Brettspiel. Und wer meinen Kanal regelmäßig verfolgt, der weiß, ich liebe Heroes of Might and Magic. Heroes of Might and Magic 3, mein absolutes Lieblingsspiel der Reihe. Was haben wir Stunden über Stunden über Stunden im Hotseat-Modus damals verbracht? Was war das einfach episch? Mage Knight ist ja bisher so das Spiel, wo man jetzt sagt, okay, das erinnert am
ehesten an Heroes of Might and Magic. Es ist jetzt sogar von Arcona Games, glaube ich, also die auch jetzt das Eternia He-Man Spiel gemacht haben. Die haben jetzt auch ein offizielles Heroes of Might and Magic angekündigt. Mal gucken, wie das so wird. Es gibt ja sogar ein Heroes of Might and Magic Brettspiel. Das ist allerdings ja leider nur so semi-gut. Es hat so ein bisschen versucht, die Essenz reinzubringen, aber es ist halt irgendwie... Hat mich nicht so begeistert. Und Eusia soll genau in die Richtung gehen. Mal gucken, wir können es eigentlich mal aufmachen, oder? Wenn wir schon mal dabei sind. Und da freue ich mich sowas von drauf. Also das ist, glaube ich, aber so ein Teil, wo ich jetzt schon weiß, da werde ich mich spätestens im Weihnachtsurlaub mit ein paar Leuten einschließen irgendwo. Mal gucken, ob wir bis dahin auch am Bodensee angekommen sind. Und dann einfach mal so ein Wochenende machen, so ein Zockwochenende. Und da das eben auch mal runterzocken, weil ich habe da so enorm Lust drauf und habe aber auch hohe Erwartungen dran, zu sagen, ich hoffe, dass es wirklich die Essenz von Heroes of Might and Magic einfangen kann. Wird auch jetzt, wie gesagt, im November ausgeliefert werden. Soweit ich das verstanden habe, es soll ein weiterer Kickstarter mit einer Expansion kommen. Der ist auch schon in Planung. Der soll, glaube ich, im Januar oder Februar starten. Und und da soll man auch das Grundspiel noch wieder bekommen können und eben auch dann die Expansion. Die Welt von Eusia, sehr cooles Cover, wie ich finde. Das ist ein bisschen D&D-like. Schöne Artworks. Szenario-Handbuch. Man hat drei Szenarios. Man muss, glaube ich, halt immer so einen Drache auch besiegen und dann halt über diese World Map, alles open-worldig, Sandbox. Man kann so seinen eigenen Weg gehen. Man levelt seinen Helden. Also hier sieht man Anhang, Spielanleitung. Es ist nicht ohne. Also das ist schon ordentlich am Studieren. Wir haben jetzt mal ein paar Videos dazu schon geguckt. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wenn man das zwei, dreimal gespielt hat, dann ist man da auch drin, aber da muss man reinkommen. Das muss man mögen. Aber ganz ehrlich, mein Mage Knight war auch nicht so einfach reinzukommen. Und wenn man es aber einfach mal drauf hatte, ist es ein fantastisches Spiel. Wobei ich, wie gesagt, hier hoffe, dass es das ablösen kann. Es hat große Würfel. Es hat kleine Würfel. Naja. Prinzipiell finde ich es immer gut, wenn Spiele Würfel haben. So, dann haben wir Kartenpacks, Ereignisse, Kategorie 2. Hier haben wir ein paar Monster, Basilisken, Vulkandämonen. Ich zeig das mal hier so ein bisschen. Schöne Grafiken. Hat mir damals schon Kickstarter sehr gut gefallen. Das sieht aus wie Heldenfähigkeiten, Stärkung. Das sieht aus wie möglicherweise irgendwelche Hexereignisse. Oh, Riesenlibelle, Fledermaus. Sieht aus wie Sachen für ein Dorf aufbauen. Mal weiter. Okay, hier haben wir jetzt die Miniaturen-Packs. Sieht aus wie ein Griffin. Das ist ein Kickstarter-Bonus, glaube ich. Dann haben wir hier die Allgemein-Minis drin. Ich werde jetzt hier nicht alles auspacken, da mache ich vielleicht nochmal ein gesondertes Video zu. So. Und, nice. Okay. Ich wollte erst sagen, das lassen wir jetzt, aber ich bin froh, weil das sieht schon sehr, sehr cool aus. Hier haben wir nämlich, und das ist geil, also es freut mich jetzt, dass ich da doch nochmal weiter geguckt habe. Das sind also Scrolls und viele Tokens. Alter Verwalter. Boah, da muss man viel auspacken. Aber hier sehen wir jetzt mal einen Rahmen. Die Helden, die wir nehmen können. Und das erinnert mich schon mal brutal an Heroes of Might and Magic. Also der seht ja für verschiedene Ausrüstungsgegenstände und Loot. Hier haben wir, es sieht aus wie so eine, ja, Priesterin könnte sein. Hier eher so eine kämpfende Klasse. Ah, ein bisschen Waldläufer-Style. Magier. Der Zwerg darf natürlich auch nicht fehlen. Und wir haben hier nochmal ein bisschen was Nekromantisches, oder? Was meint ihr? Ist mir damit schon mal ein sehr sympathischer Charakter. Erwähnt ich, dass ich gerne Nekros spiele? Super. Ja, ist jetzt so ein ganz kurzer Eindruck. Ich wollte es jetzt mal in die Kamera halten. Ist schon fast hier ein Unboxing, mehr als ich eigentlich machen wollte. Aber ich denke, das Spiel könnte den einen oder anderen von euch
auch interessieren. Gerade wenn ihr sagt, boah, geil, Heroes of Might and Magic. Vielleicht seid ihr sogar auch schon im Kickstarter und freut euch jetzt genauso drauf wie ich, dass das jetzt endlich ausgeliefert wird. Die hattet auch einige Probleme tatsächlich durch, gerade die ganze Krise, Container, Rohstoffmangel etc. Es ist jetzt da, die sind gerade dabei, es zu kommissionieren, wie man so schön sagt, und es wird bald auch bei euch landen, beziehungsweise wenn der nächste Kickstarter startet, dann könnt ihr da auch nochmal einsteigen. Aber bis dahin werde ich euch hoffentlich sagen können, was das Euthia kann. Und ich hoffe, dass das eine ganze Menge ist. Wie gesagt, es ist auch auf Deutsch. Man kann es übrigens solo spielen, man kann es kompetitiv spielen und man kann es kooperativ spielen. Also auch da verschiedene Modi sind drin. Freue ich mich drauf. Wie gesagt, einer meiner Most Wanted Titel dieses Jahres. Und werde ich euch von berichten. Oh, so, was ein Klopper. Ich sag's euch. So, das waren meine 5 Fivelights der Woche. Nochmal zur Erinnerung, ihr könnt auch Dinge gewinnen. Red Cathedral oder die Sauklaue. Schreibt einfach Hashtag Fivelights. Was waren eure Highlights der Messe Essen? Egal, ob ihr jetzt da wart oder nicht. Dinge, die ihr auch aus der Entfernung betrachtet habt oder aber auch von Käufen oder. Dann könnt ihr gewinnen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und oder ein Abo da. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Wir sehen, hören, riechen uns. Macht's gut. Bis bald. Danke und tschüss.